Okay, meine Lieben, also, jetzt machen wir das mit konkreten Zahlen. Ja? Okay. Also N, K, P, I, das sind alles, alle gegeben. Ja? Und jetzt wollen wir die K, K berechnen. Ja? Also die Kosten, ja? Die Kosten sind die Anzahl der Schüler, die dann wirklich am Tag der Fernentspaltung davon meint, so, wie viel sind die? So, erstmal haben 25 Schüler haben sich gemeldet und dann haben sie noch dazu zugekommen 5 Schüler, inklusive der Klassenlehrerin. Das ist die Menge. Das ist die Menge. Jo, und jetzt darf nicht jeder einen Preis bezahlen. Was ist das pro Kind oder pro Person? Ist es 20 Euro. Doch, die Menge mal Preis. Okay, minus 5% Preisnachlass. 5% Preisnachlass. So, jetzt machen wir wieder die gleiche Gedanke, also mit konkreten Zahlen. Ja? Also, Essen. Die nächste Zahl können wir mal ein bisschen so schon sparen. 25 plus 5, also können wir schon nicht schreiben. 30 mal 20 minus, na, jetzt brauchen wir wieder 5% von was? Ja, von dem Preis. So, 30 mal 20, da können wir schon mal, dass wir einen Kopf ausrechnen, das ist 600. Ja, das 600 können wir schon hinschreiben. 600 Euro sollten wir zahlen. So, wie viel ist von 600 1%? Teilen wir einfach mit 100. Teilen wir einfach mit 100. So, aber glücklicherweise ist 5% Preisnachlass wurde uns gewährt, also 5 mal der Betrag von 1%. Boah! Schau! Wie einfach ist. So, hier können wir schon kürzen. Bam, 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 tschu, weg! Das heißt, 600 minus 5 mal 6. Wie viel ist das? 600 minus 30. Ja, plus 30. 570. 570 Euro. Ja, das ist schon eine coole Sache. Ja, weil, wenn wir es überlegen, der Veranstalter sagt, also das sind 30 Schüler. Bei der Kantine kostet ein Eis pro Kugel oder so 1 Euro. Das heißt, diese 30 Euro, was da gespart wurde, wird in der Pause als Eis ausgegeben. Okay, so, das war's, ja, ne? Also, Prozentrechnung ist, soll eigentlich nicht so schwer sein. Okay, so. Also, bis zum nächsten Mal.